Darum geht es heute. Hallo, wir machen Quarkauflauf und zwar einmal einen Bratapfel-Quarkauflauf. Wie das geht, es ist ganz einfach. Lasst euch überraschen und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Ja, los geht es. Ich zeige euch mal die Zutaten. Wir haben Schmand, Zucker, eingelegte Rosinen, Magerquark, Knuspermüsli, ein paar Eier, Salz, Johannisbeergelee und natürlich Äpfel und auch noch ein klein wenig Butter zum Fetten der Form. Und daraus machen wir jetzt gleich diesen Bratapfelauflauf. Für den Bratapfelauflauf könnt ihr an dieser Stelle auch schon mal den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Und ja, wie ihr seht, dann geht es los mit dem Schälen der Äpfel. Anschließend wird noch das Kerngehäuse ausgestochen. Wenn ihr so einen Ausstecher nicht habt, könnt ihr natürlich das auch mit einem Löffel oder mit einem Messer machen. Das müsst ihr einfach mal probieren. Und ja, das machen wir jetzt noch weiter, bis wir die ganzen Äpfel soweit vorbereitet haben. Jetzt vermengen wir die Rosinen, die wir eingelegt haben, in Mandellikör. Die vermengen wir jetzt mit dem Knuspermüsli und damit werden dann die Äpfel zum Teil auch erstmal gefüllt und der Rest dieser Masse, der wird dann unter die Quarkmischung gehoben. Jetzt gibt man ungefähr 2 Teelöffel von der Müsli-Rosinenmasse in die ausgestochenen Äpfel. So, nochmal ein kleiner Tipp zum Füllen. Beim Füllen einfach unten das Loch zuhalten. Sonst wundert ihr euch, dass ihr oben reinfüllt und es kommt nichts drin, kommt nichts rein, weil es unten alles wieder rausfällt. Wir machen diese Vorbereitung. Eigentlich ist es unlogisch, man sollte es nachher machen, aber so können wir das überbleibende Müsli dann eben in der Quarkmischung noch verwenden. Deswegen füllen wir die Äpfel schon vorher. So, für die Füllung werden jetzt die Eier getrennt, denn das Eiweiß müssen wir gleich steif schlagen und die Eigelb kommen mit unter die Quarkmasse. Das ausführliche Rezept, das findet ihr nachher auch noch im Blog auf www.kleigafo.de. Und natürlich die Zutatenliste am Ende vom Video, beziehungsweise bei YouTube unterhalb des Videos und beziehungsweise natürlich logischerweise auch im Blog. So, das Eiweiß stellen wir erstmal an die Seite. Das wird jetzt steif geschlagen gleich. Und jetzt geht es weiter mit der Quarkmasse. Da kommt der Magerquark und der Schmand zu den Eigelb. Dazu kommt dann auch gleich der Zucker. Der Quark wird jetzt zusammen mit dem Schmand und dem Zucker und dem Eigelb zu einer cremigen Masse geschlagen. Unter diese Masse kommen jetzt die restlichen Knuspermüsliflocken und die restlichen Rosinen. Und anschließend heben wir das geschlagene Eiweiß drunter. Das Eiweiß wird jetzt unter die Quarkmasse gehoben
Dabei immer schön vorsichtig sein, dass er das nicht kaputt schlägt. Also langsam unterrühren, unterheben, wie man so schön sagt. Die Form ist schon gefettet. Da kommt die Masse gleich rein. So, die Quarkmasse kommt jetzt in die Auflaufform. Und dann wird die Quarkmasse in der Auflaufform ein bisschen glatt gestrichen und da kommen jetzt die Äpfel rein. Da müsst ihr halt mal gucken, wir nehmen mehrere Auflaufformen, so dass es passt. 6 bis 8 Äpfel, da müsst ihr selber mal schauen. Und dann kommt das Ganze für 40 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Wer Umluft hat, der kann auf 150 Grad runterschalten. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da, abonniert den Kanal, besucht unseren Blog auf www.kleigafo.de und ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video dann auch schon wieder. Macht es gut. Tschüss.